Hallo, willkommen zu einem neuen Video nach dem Krankenstand. Ich bin immer noch leicht heiser und ich hoffe, dass das Ganze hier einigermaßen verständlich funktioniert. Heute geht es um die Leistungstriode UU-186. Diese wurde in der Sowjetunion entwickelt, ca. 1938. Und es handelt sich dabei um eine vierpolige Europaröhre mit 4 Volt Heizspannung und ungefähr 1 Ampere Heizstrom. Die UU-186 wird oft auf Aktionsplattformen mit der RE604 verglichen. Das Problem ist aber, dass die Kennlinien der beiden Röhren nicht wirklich identisch sind. Und da kommen wir gleich zu. Als Beispiel, die RE604 braucht für 60 mA Anodenstrom 250 Volt Anodenspannung bei minus 20 Volt Gitterspannung, während die UU-186 denselben Anodenstrom bereits bei ungefähr 140 Volt schafft, bei minus 20 Volt Gitterspannung. Kommen wir jetzt mal zuerst zu den Bildern. Da wir gerade bei der RE604 waren, das ist der optische Vergleich zwischen der RE604 auf der rechten Seite und das ist die sowjetische UU-186. Man sieht, dass das Anodenblech der UU-186 ein bisschen größer ist. Beide verfügen über eine Stabilisierung, um Schwingungen zu vermeiden. Beide haben ein ungefähr gleichen Aufbau des Systems. Zu den Detailbildern der UU-186 kommen wir gleich. Zur RE604 gibt es bereits ein eigenes Video. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommen wir mal zu den Bildern. Machen mal zuerst die obligatorischen Bilder im Betrieb. Das Bild täuscht etwas, da die Kamera etwas in der Belichtung gespielt hat. Der Heizer ist in der Realität etwas dunkler als hier auf dem Bild. Er ist ungefähr die gleiche Leuchtfarbe wie die RE604. Das ist das Ganze bei Hilfsbeleuchtung. Jetzt kommen wir zum Innenaufbau. Wie gesagt, das ist ein Europasockel mit Quetschfuß. Die Röhre ist ungefähr 1938 entwickelt worden. Hier ist der Pumpstutzen. Der Quetschfuß. Die typische Verdrahtung des Quetschfußes. Das System hält auf 2 Klimascheiben. Wir kommen gleich noch im Detail. Die Anode ist ein relativ massives Blech, das sichtlich karbonisiert ist für Radiationskühlung, plus der obligatorischen Stabilisierung. Das ist die Röhre von der Seite. Die UU-186 gehört zu den Röhren, die relativ schlecht zu fotografieren sind wegen der Reflexionen, da der Kolben sehr stark gewölbt ist. Ja, ich habe trotzdem versucht, einigermaßen vernünftige Bilder zu bekommen.
Hier ist auch schön zu sehen, die Haltefedern, die die Heizung spannen. Die obere Klimascheibe, die das System hält. Die Typenbezeichnung. Die Röhre ist von Svetlana produziert worden. Produktionsdatum war 1957, und zwar im April 1957. Das ist nochmal eine Detailaufnahme des Systems, also des Quetschfußes. Hier ist der Pumpstutzen, also die Entlüftung. Hier sieht man noch den Pumpstutzen selbst und die einzelnen Glasröhrchen, die die Drähte isolieren. Hier ist eine Stabilisierung der Klimaplatte. Ganz noch mal im etwas größeren Detail, also den Quetschfuß, den Pumpstutzen und halt die Durchführung der Drähte. Die Tram stimmt mir zu im Hintergrund. Das ist jetzt eine Detailaufnahme zum einen von der Anode als auch der Haltedrähte bzw. Klammern, die den Heizer hält. Der Heizer ist als zwei Vs ausgelegt. Hier ist die Konnektierung des einen Drahtes. Das ist einer der V-Wendeln. So sieht das Ganze ein bisschen von der Seite aus. Man sieht, die Halterung ist ein bisschen verbogen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Röhre einer mechanischen Belastung ausgesetzt worden ist oder ob das schon von der Produktion so war. Das ist die Halterung des unteren Systems sowie das Steuergitter im eingekerbten Halter und natürlich das dicke Anodenblech. Das ist jetzt die Röhre auf dem Kopf stehend. Hier sieht man die Verbindung zum Steuergitter. Entschuldigung, ich rede wirr, das ist natürlich die Verbindung zur Kathode. Also hier ist es einer der Heizer. Das ist das Steuergitter. Hier sind die Einkerbungen für das Steuergitter. Das ist einer der Wendepunkte für den Heizer. Das ist eine Detailaufnahme des Anodenbleches. Das ist einer der Stabilisierungspunkte.
Hier ist aber ein Versuch, das innere System zu fotografieren, was relativ schwierig war, da das System gut versteckt ist. Deshalb ist auch die Schärfe nicht ganz so gelungen. Hier, wie gesagt, sind die Wendepunkte der Kathode, also des Heizers. Hier ist das Steuergitter. Das sind die Einkerbungen. Das hier ist der obere Halter, wo das Klima ist, also der Klimahalter. Das ist ein Detail der Durchführung der Elektroden durch das Klima, sowie auch eine Haltefeder für den Heizer. Der Heizer wird wie bei vielen Röhren auf dieser Zeit mit Hilfe von Federn gespannt, die verhindern sollen, dass der Heizer also vibriert und somit im schlimmsten Fall das Steuergitter berührt. Das hier ist das Steuergitter. Ist die Einkerbung, das Steuergitter und hier ist eine der Heizer. Das Bild hier ist ein bisschen schärfer. Fotografieren der Röhre war ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, zum einen die Reflexion, zum anderen das Glas ist nicht 100% klar. Das ist jetzt besonders unscharf, muss ich mal ein ernstes Wort beim Fotografen reden. Das ist das Ganze von oben. Man sieht hier die drei Haltefedern für den Heizer. Das Steuergitter. Natürlich das omnipräsente Anodenblech. Das ist das Ganze von oben mit Sicht auf den Kolben. Das ist die Unterseite, also der vierpolige Europasockel mit kleinem Blick auf den Pumpstutzen. Das sind die beiden Bilder im Betrieb. Das ist die Verpackung. Ich weiß nicht, ob es die Originalverpackung ist oder ob es eine Industrieverpackung ist oder eine Umverpackung ist. Dort habe ich auch auf der Webseite geschrieben, ist es wirklich die Originalpackung? So ist die Röhre eingetütet. Gut, das ist nochmal die Vergleich zur Re 604. Jetzt kommen wir mal zum Datenblatt. Nichts suchen. Ich habe von den Datenblättern zwei Stück. Einmal ein Kurzdatenblatt. Leider ohne Kennlinie. Und ein älteres Datenblatt von angeblich 1938 mit einer Kennlinie. Und nach dieser Kennlinie versuchen wir gleich die Röhre zu prüfen. Und zwar ich nehme zwei Punkte, einmal die 240 Volt bei minus 40 Volt Gitterspannung. Das sollte einen Wert liefern von ungefähr 45 Milliampere. Ja, nee, nein, doch ungefähr 45, 50 Milliampere.
hoffe, ich bin auf der richtigen Linie, 40 Volt. Und als zweiten Punkt nehmen wir bei 360 Volt diesen Punkt, die sollte 30 mA liefern. Und zum Vergleich die RE 604. Nebeneinander zu stellen. Man sieht, bei minus 20 Volt Gitterspannung sollten 60 Milliampere Anodenstrom fließen, bei 250 Volt Anodenstrom. Und bei der UO 186 habe ich die 60 Milliampere bereits bei minus 20 Volt bei ungefähr 140 Volt. Das werden wir auch gleich mal im Neuberger prüfen. Und zudem schalten wir jetzt um. So, es ist 23 Uhr und 23 Minuten und 23 Sekunden. Und wir beginnen mit der Prüfung der UU 176. Und schauen wir mal, wie weit wir das Ganze getestet bekommen, weil ich die Röhre heute auch wieder das erste Mal in Betrieb nehme. Und auch, wie schon im Vorspann angekündigt, den Vergleich zur RE 604, ob ich bei minus 140 Volt Anodenspannung und minus 20 Volt Gitterspannung die 60 Milliampere erreichen kann und ob die beiden anderen abgesteckten Messpunkte ebenfalls korrekt sind. Modulus meiner Stimme. So, ich versuche heute mal eine andere Position der Kamera. Nachteil ist, selbst bei 4K sind jetzt die Messinstrumente ein bisschen ungünstig abzulesen. Stichwort Parallaxenfehler. Aber schauen wir mal, was passiert. Zuerst mal die Konfiguration des Neubergers. Eigentlich klassisch Messmodus VXX für Verstärkerröhre. Ich brauche die Heizung auf den Pins 1 und 3. Beim Europasockel ist die Anode auf Stift Nummer 2, das Steuergitter auf Stift Nummer 4, natürlich negativ. Brauche ein Ampermeter. Und wir fangen an mit den besagten drei Messpunkten. Ersatzzeiger. Zum einen bei 240 Volt Anodenspannung und minus 40 Volt im Steuergitter sollten circa 48 Milliampere fließen. Der Balken ist jetzt ein bisschen zu tief eingezeichnet. Ich sage jetzt mal so 48 Milliampere. Der zweite Punkt war bei 360 Volt Anodenspannung und 80 Volt Steuergitter, minus 80 Volt im Steuergitter. Da sollten noch fließen ungefähr 30 Milliampere. Und zum Schluss der Vergleich mit der RE 604. Die hatte, wie gesagt, bei 250 Volt Anodenspannung und minus 20 Volt im Steuergitter noch 60 Milliampere Anodenspannung, Entschuldigung, Anodenstrom. Und den sollte ich bei der UU 186 erreichen, bei ungefähr 120, 130, 125 vielleicht Volt in der Anode und 10 Volt im Steuergitter. Dann sollte ich die 60 Milliampere Anodenstrom erreichen. Und das Ganze testen wir jetzt mal aus. So ist alles auf 0.
Etwas fehlt noch, nämlich die Röhre. So, die Klimmlampe klimmt, also das heißt, der Heizfaden ist okay. Ich korrigiere die Heizspannung mal auf grob die 4 Volt. Wenn ich jetzt die Heizung einschalte, bricht die Spannung ein, weil natürlich jetzt der Heizstrom fließt, der beträgt knapp 1 Ampere bei 4 Volt. Ich korrigiere jetzt endgültig auf die 4 Volt Heizspannung. Modulus meiner Stimme. Ich brauche für den ersten Messpunkt minus 40 Volt im Steuergitter. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 50 Volt Bereich, also minus 50 Volt, und stelle auf 40 Volt ein. Minus 40 Volt. Dasselbe bei der Anode. Die wird auf 240 Volt eingestellt. Und das sollte jetzt liefern, wie gesagt, ungefähr die 45, 48 Milliampere. Tun wir mal testen, ob Kurzschluss vorliegt. Ich denke mal, es ist alles richtig beschaltet. Bei 4 Stiften ist es nicht so schwierig. So, die Spannung der Anode ist natürlich eingebrochen. Die korrigieren wir auf 240, ist zu wenig. Ich schalte eins höher. Bin jetzt hier im 500 Volt Messbereich. Gehe jetzt hier auf die 240. Ist einigermaßen gut getroffen. Minus 40 Steuergitter. Und ich bin bei 54, 55 Milliampere Anodenstrom. Anode ist noch ein bisschen zu hoch. Parallaxenfehler trifft einen auch selbst, wenn man zu weit nebendran steht. So, jetzt haben wir hier korrekt die 240. Die minus 40 und ich habe 47 Milliampere Anodenstrom, was sich ungefähr deckt mit dem Datenblatt. Also der Wert stimmt. Machen wir mal den Vakuumtest. Es bricht nur sehr geringfügig ein. Also das Vakuum ist noch sehr gut. Dann prüfen wir mal den zweiten Punkt, nämlich 360 Volt bei minus 80 Volt im Steuergitter. Das heißt, ich stelle jetzt erst das Steuergitter auf die 80 Volt, minus 80 Volt. Dann bricht natürlich die Anode gnadenlos ein, weil jetzt natürlich die Anodenspannung noch zu gering ist. Die stelle ich jetzt hoch auf 360 Volt. Und was haben wir gesagt? Irgendwas um 30 Milliampere.
So bin ich auf der richtigen Linie. Minus 80. Zu hoch. So stimmt die 360. Ja, die stimmt. Die 30 mA schaffe ich nicht ganz. Ich bin bei 21. Milliampere hätte ich ungefähr bei 74, minus 74 Volt. Kann man sich jetzt darüber diskutieren, wie hochauflösend der Scan war. Der war nicht hochauflösend. Also ich sag mal, der Wert ist jetzt einigermaßen plausibel. Also ich habe jetzt 360 Volt in der Anode, minus 74, 75 im Steuergitter, um auf die 30 mA Anodenstrom zu kommen. Und bleibt jetzt noch zum Schluss der Vergleich zum Messwert mit der RE 604, der ehemals kompatibel hingestellt wird. Da gehe ich jetzt mal zuerst auf die Anode zurück, auf die 140 Volt. Oder 120, 125, 130. Wähle die goldene Mitte. Ich nehme mal 140, 130, 125 Volt in der Anode. Und wir brauchen hier jetzt 10 Volt für das Steuergitter. Minus 10. Ist natürlich die Anode eingebrochen. Und ich habe meine 60 mA bei 10 Volt Gitterspannung, also minus 10 Volt Steuergitter bei ungefähr 120 Volt Anodenspannung. Ja, plus minus. Und das wäre der Wert für die 60 mA. Und die RE 604 erreicht diesen Wert erst bei 250 Volt Anodenspannung und minus 20 Volt Steuergitter. Also sind die Röhren nicht 1 zu 1 austauschbar, wie es in diversen Auktionsplattformen immer propagiert wird. Gut,
damit wären wir eigentlich jetzt da durch. Was noch nicht getestet wurde, ist der Vakuumtest. Schauen wir mal. Der Wert ändert sich nur geringfügig. Also das Vakuum ist somit noch sehr gut. Und die obligatorischen Nachtaufnahmen. Man sieht ein leichtes bläuliches Entladungsleuchten. Kriege ich leider nicht fokussiert. Schauen wir mal, ob es mit der Hilfsbeleuchtung besser ist. Es ist knapp. Also wie gesagt, die Röhre glüht relativ schwach. Also es ist kein Hellbrenner, wie die Fotos eventuell jetzt hier suggerieren. Sie ist von der Helligkeit des Heizfadens ungefähr vergleichbar mit der E604. Und damit wären wir jetzt mehr oder weniger am Ende schon. Es ist jetzt 0:07 Uhr. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und melde mich bald wieder, dann hoffentlich wieder mit der vernünftigen Stimme. Und bis bald.